Willkommen zum Brainworks IT Talk im Dezember 2021. Mein Name ist Hans Franzl, ich bin Geschäftsführer bei der Brainworks. Die aktuelle Pandemie lässt uns nicht los und zwingt die gesamte Wirtschaft und auch die gesamte Gesellschaft mit Bildungssystem und öffentlicher Verwaltung raus aus den persönlichen Präsenzbegegnungen in die virtuelle digitale Welt. Das bedeutet für die IT als Motor der virtuellen Welt, sich immer schneller weiterzuentwickeln, um all das, was wir aus unserer alten Welt kennen und schätzen gelernt haben, auch in dieser neuen digitalen Welt erleben können. Also neue Softwareentwicklungen, virtuelle Cloud-Rechenzentren sind die logische Folge, um gute Prozesse in dieser neuen virtuellen Welt zu ermöglichen. Videokonferenzen, E-Mails, Chat, Telefonie, Dokumentenmanagement, alle Art von Kommunikation, aber auch viele Security-Anforderungen in der IT entwickeln sich rasant weiter und müssen für alle Beteiligten vom Großunternehmen über den Mittelstand bis zum Kleinbetrieb immer verfügbar sein. Wir als Brainworks haben längst angefangen, unser Portfolio auf diese Anforderungen abzustimmen. Dazu gehört, dass alle Produkte DSGVO-konform sind und auch entweder on-premise beim Kunden oder in einem Rechenzentrum unter dem Motto "Meine Daten gehören mir" betrieben werden können. Wir haben dazu die Distribution für IONOS Cloud-Produkte vor 6 Monaten übernommen und damit ein Infrastructure-as-a-Service Cloud-Portfolio aus einer Hand mit unseren Softwarelösungen können wir damit anbieten. In dem Zusammenhang wurden wir jetzt als IONOS-Partner des Jahres 2021 ausgezeichnet, was uns wirklich sehr freut. Danke an IONOS für die tolle Zusammenarbeit. Was haben Sie als Partner davon? Wir können durch diese Partnerschaft mit dem größten deutschen Hosting-Provider wirklich kompetent Cloud-Services mit unseren Softwareprodukten gepaart anbieten und vor allen Dingen auch mit unseren Dienstleistungen ergänzen. Als Dienstleistung wird es in Zukunft das Angebot Managed by Brainworks geben. Darauf können Sie als Reseller dann auch zurückgreifen, wenn Ihre Ressourcen erschöpft sind, Sie aber im Managed Service Bereich vertreten sein wollen. Weitere Informationen und Details zu diesem Managed by Brainworks erhalten Sie in den nächsten Wochen. Also, heute gibt es 2 spannende Interviews mit Partnern von uns. Das Kernthema wird Cario Connect sein. Die Nachfrage zu diesem Thema ist enorm. Darum freue ich mich jetzt auf einen spannenden IT-Talk mit Ihnen. Ich gebe weiter an den Thomas Kleine, der heute als neuer Mitarbeiter im Sales-Team bei Brainworks schon mal durch den IT-Talk führen wird. Thomas, du bist an der Reihe. Ja, vielen Dank, Hans. Vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank für die Überleitung. Der Ordnung halber möchte ich noch einen Punkt bringen, den ich eben nicht erwähnt habe. Wir nehmen diesen IT-Talk auf. Das heißt, wenn Sie nicht gefilmt oder nicht im Ton wahrgenommen werden, müssen Sie bitte die Kamera und den Ton ausstellen. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Halber. Ich weiß, wann ich ungefähr fertig bin. Genau. Der Hans hat es erwähnt, mein Name, Thomas Kleine. Ich bin seit Neuestem bei der Brainworks im Sales tätig. Freue mich sehr, dass ich Sie die nächste knappe Stunde hier im IT-Talk begleiten darf. Und ich denke, wir haben, wie Sie es aus den letzten IT-Talks auch gewohnt sind, eine Menge interessante Themen wieder vorbereitet, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern wir haben eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, ja, die ich Ihnen jetzt einfach mal im ersten Step vorstellen möchte, so dass Sie wissen, mit wem Sie es eigentlich zu tun haben. Wie ja fast schon üblich beginnen wir unseren IT-Talk mit unserem Newsblog aus unserer Newszentrale mit dem Produktmanager, dem Michi Gerb, der Ihnen da einige News unserer vielen Hersteller zeigen wird. Michi, was gibt's da heute? Was hast du vorbereitet für uns? Ja, hallo in die Runde schon mal. Also wir haben heute unter anderem Neuigkeiten zu den neuen Versionen von Filewave und natürlich dann auch ja, hingehend zum Hauptthema des Abends zu den Cario-Produkten. Mehr dazu dann gleich in den News, Thomas.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Michi. Der Hans hat es vorhin schon erwähnt, auch dieses Mal haben wir auch schon liebgewonnene Routine bei uns in unseren IT-Talks wieder Partner eingeladen, die über Erfahrungen mit der Brainworks berichten. Deswegen begrüße ich ganz herzlich den Herrn Andreas Rost von der AWS Systemberatung und den Herrn Frank Koos von der Coostec. Herzlich willkommen. Guten Abend allerseits. Ja, schönen guten Abend. Wunderbar. Herr Wurst und Herr Kurs, die werden, wie gesagt, über ihre Erfahrungen mit der Brainworks berichten. Das machen sie aber nicht im Monolog, sondern im Interview mit meinen zwei Kollegen. Den einen, den haben Sie vorhin schon kennengelernt, den Dimitri Epp, der sich auch so ein bisschen jetzt geoutet hat als der Wildex-Spezialist. Genau, Dimi, Daumen hoch. Und mit dem Philipp Sellig, ein langjähriger Kollege hier aus dem Sales-Bereich. Hallo, grüß dich, Philipp. Gut. Last but not least, ich denke mal, das Thema, auf das die meisten von Ihnen warten und dementsprechend die begehrteste Person des heutigen Tages, Sebastian, so würde ich dich einfach mal nennen. Der Sebastian. Vielen Dank. Hallo. Der Head of Support wird Ihnen dann in diesem IT-Talk die mit Spannung erwartete Beta-Version von Kerio Connect, die 9.4.0, zeigen. Ja, das dann zum Ende unseres IT-Talks. Nochmal hier die Bitte, beziehungsweise für die neu dazugekommenen, das Angebot, wenn Sie Fragen haben, sei es zu den einzelnen Themen, sei es allgemeiner Art, sei es Rückfragen, nutzen Sie den Chat. Ja, links unten finden Sie ihn oder die Sprecherversion, womit Sie sich dann generell einfach einklinken können. Wir würden es gerne so halten, dass wir diese Fragen einfach nach jeder Runde oder nach jedem einzelnen Thema abhandeln, sodass wir da auch eine gewisse Struktur behalten können. So. Genug der einleitenden Worte, würde ich sagen. Mich kennen Sie jetzt inzwischen auch. Also gesehen haben Sie mich, gehört haben Sie mich. So neu jetzt also auch nicht mehr. Ich gebe gerne weiter an den Michi. Michi, los geht's. Was gibt es für Neuigkeiten bei uns? So, einmal kurz bitte Feedback an die Kollegen. Sieht man den Bildschirm gut hier? Nee, noch nicht. Ja, hier. Ich sehe was. Okay. Also hier bitte Nachsicht. Wir haben das Ganze ein bisschen anders geplant, aber ich glaube, wir kommen damit auch ganz gut zurecht jetzt. Starten wir mit den News. Das sind die Neuigkeiten, die uns aktuell beschäftigen, kurz und knackig zusammengefasst. Die erste News und die ersten Neuigkeiten beziehen sich auf unsere Kommunikationslösung iSwap. Für diejenigen, die neu dabei sind, iSwap bietet neben den klassischen E-Mail- und Groupware-Funktionen viele weitere Funktionen der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten, den sicheren Dateiaustausch, Videokonferenzen und vieles mehr. Und das Coole dabei, alles zusammengefasst in einer Oberfläche. Nun ist es so, in der neuesten Version haben wir auch die Möglichkeit, diese Videokonferenzen aufzuzeichnen und dann diese Aufzeichnungen wie gehabt über die gewohnten Wege bei iSwap teilen zu können. Zum Beispiel über die E-Mail, über den Team-Chat oder einfach per Download-Link demjenigen zur Verfügung stellen. Das Schöne dabei ist, dass die Aufzeichnung sowohl im Webclient als auch auf dem Mobilgerät eben möglich ist. Hierzu einen kleinen Tipp für diejenigen, die sich mit dem Thema iSwap mal beschäftigen wollen. Gehen Sie im Nachlauf des IT-Talks einfach mal in den jeweiligen App bzw. Play Store, suchen Sie da nach der TeamChat Mobile App. Da können Sie auch, ohne dass Sie iSwap-Lizenzen besitzen, das Ganze mal ausprobieren. Gerade auch die Konferenzen auf dem Mobilgerät, ganz nette Funktionen, Picture-in-Picture-Funktion, Dateifunktion, das Ganze einfach gerne mal testen. Wenn Sie jetzt aber sagen, okay, das interessiert mich mehr, dann verweise ich an der Stelle gerne auf unseren Brain Campus. Neben den Themen, die wir später auch noch sehen werden, finden Sie dort unter anderem auch zu dem Thema iSwap Webinare, die einen idealen Einstieg und Überblick über das Produkt liefern. Als tieferen Einstieg dann in das Produkt bieten wir auch diverse Trainings an. Sie sehen das hier, ein iSwap Admin Training, um einfach dann noch tiefer in das Thema eintauchen zu können.
wie gesagt, im Brain Campus auf unserer Webseite auch für alle unsere weiteren Produkte im Portfolio. Hallo. Dort einfach mal nachsehen. Grüße in die Runde. Hi. Hallo? Hört man mich noch? Kurzes Feedback oder mal gerade eine Rückkopplung? Jo, man hört dich. Alles gut. Okay. Also, nächstes Thema ist die neue Version von Firewave. Mit Firewave haben wir in unserem Portfolio eine Client-Management-Lösung, mit der sich sowohl PC, Mac als auch Mobilgeräte sowie iOS und Android zentral und aus der Ferne verwalten lassen. Also praktisch weg vom klassischen Turnschuh-Support. Weitere Stichwörter der Lösung sind hier Patch- und Lizenzmanagement, Software-Kiosk und weitere viele Funktionen, die mir eben diese Remote-Administration als Partner hier vereinfachen. Neu eben in der Version 14.6 der Support der aktuellen Betriebssysteme auf der Apple-Seite, die TeamViewer-Integration, die das Ganze, diese ganze Remote-Verwaltung noch etwas einfacher gestalten soll, weitere Updates und Fixes, wie zum Beispiel, dass Google nun auch als IPD, als Identitätsquelle verwendet werden kann. Wie gesagt, auch hier gerne eines unserer Webinare besuchen, indem wir da in die neue Version etwas tiefer auch eintauchen werden. Der nächste Punkt in unseren News. Wie gesagt, wir haben mit Untangle ein, das ist unser neuestes Produkt im Portfolio. Hierbei handelt es sich um eine Security-Lösung, die neben dem Hauptbestandteil der NG-Firewall auch das SD-WAN-Thema abdeckt. Das Ganze können wir zentral verwalten über das sogenannte Command Center, über das sich alle Instanzen aus der Ferne administrieren lassen. Wie gesagt, hier ist wichtig, diese drei Bestandteile, zentral Command Center und die Verwaltung der Firewall beziehungsweise meines SD-WAN-Routers. Nun ist es so, es gibt in Kürze, voraussichtlich Anfang nächsten Jahres, ein neues Produkt, das sich auch über das Command Center dann steuern lässt und eine tiefe Integration in diese Untangle-Lösung eben beinhaltet, nämlich eine Web Application Firewall. Was macht so eine Web Application Firewall? Ja, sie schützt meine Webserver vor Angriffen von außen. Und hier ist es nun so, dass es eine Beta-Phase gibt, die aktuell läuft. Und für diejenigen, die sich da interessieren, die kriegen dann morgen im Follow-up-Mail des IT-Talks einen Registrierungslink. Dort können sie sich registrieren, kriegen den direkten Zugriff auf diese Web-Application-Firewall, die sie dann einfach in dem Fall ausprobieren können. Detaillierte Infos rund um das Lizenzmodell, wie sich das Ganze integriert ins Command-Center, folgen dann dementsprechend auch in Kürze. Ich habe es vorhin erwähnt im Zuge unserer Iceborb-Lösung, wie wir denn als Brainworks sie unterstützen. Wir haben einerseits die Webinare und unsere Schulungen und haben aber auch unsere Starter-Kits, unsere sogenannten Starter-Kits. Und da wir gerade von Untangle sprechen, möchte ich das anhand von Untangle hier einfach nochmal erklären, was denn diese Starter-Kits auf sich haben. Bei Untangle haben wir zwei Starter-Kits im Angebot. Einmal das Software-Starter-Kit, da geht es um eine NFR-Lizenz und unser Brainworks Consulting, wo wir sie einfach mit an die Hand nehmen möchten bei den ersten Schritten, um ein Produkt eintauchen zu können, wie zum Beispiel bei Untangle. Das Gleiche gibt es dann auch noch als Hardware-Version. Wir können ja Untangle als Software und als Hardware betreiben, kriegen dann die NFR-Lizenz und unser Brainworks Consulting on top, um dann einfach ja die ersten Schritte oder vielleicht sogar die ersten Projekte gerne gemeinsam mit Ihnen angehen können. Wo wir gerade bei dem Thema Hardware sind, jetzt die News zu unserer eigenen Brainworks Hardware. Das passt ganz gut zum Thema Untangle, beziehungsweise dann später auch zu dem Thema Keri Control, dem wir uns dann jetzt langsam auch nähern. Wie Sie ja mitbekommen haben, gibt es seit Kürze die Brainworks NG Hardware über uns zu beziehen. Generell handelt es sich bei dieser Brainworks Hardware um ja eine von uns eigens konzipierte Hardware, die darauf abgestimmt ist, sowohl die Untangle Firewall als auch eine Control Firewall darauf zu betreiben. Hier mal ein kurzer Überblick, was wir denn mit der aktuellen NG-Hardware eben bis datum Angebot hatten. Wir hatten, wie gesagt, die Hardware für den Einsatz für Untangle und Control mit bis zu 800 Mbit Durchsatz und unsere persönliche Empfehlung bis zu 100 Benutzern und 500 Geräte, die ich darauf betreiben kann.
Neben diesem positiven Feedback über diese Brainbox NG kam aber auch immer wieder weiteres Feedback von unseren Partnern auf, die sich nach einer etwas kleineren Einstiegsversion ja gewünscht hatten. Also vielen Dank da auch immer an das Feedback von unseren Partnern. Da sind einige super Ideen dabei, die wir gerne umsetzen. Aufgrund dieses Feedbacks gibt es seit neuestem die Brainbox S-Hardware, Entschuldigung, die sogenannte Einstiegsversion, die etwas unterhalb der Brainbox NG anzusiedeln ist. Ich habe das hier auf einer Folie auch nochmal zusammengefasst. Wie gesagt, etwas nicht so performant, sage ich jetzt am besten mal, wie die Brainbox NG, auch wie bei der Brainbox anderen Hardware bis zu 4 Jahren Garantie. Wir haben Rack-Mount-Kit optional und ganz wichtig, auch von dem Feedback unserer Partner, wir haben den sogenannten Aviation-Anschluss. Das ist ein Schraubverschluss-Netzteil, der diese Box einfach vor unbeabsichtigtem Abziehen des Netzteilsteckers schützt, sodass wir auch da das Feedback von Ihnen gerne umgesetzt haben und unser Hardware-Lieferant das auch so entsprechend liefern konnte. Bis zu 600 Mbit Durchsatz, sowohl auf der Untangle als auch auf der Keri-Control-Seite. Und unsere Empfehlung, 25 Benutzer, wenn wir jetzt in der Keri-Control-Sprache bleiben, beziehungsweise 100 Geräte, die Lizenzierung bei Untangle, unsere Empfehlung hingeht. Und was sicherlich in der aktuellen Situation sehr hervorzuheben ist, dass wir ab Lager Brainworks aktuell liefern können und somit eine sehr kurze Lieferzeit von 1 bis 2 Werktagen eben gewährleisten können. Zu guter Letzt zur Brainbox Hardware noch unsere Black Friday Promo, die läuft noch bis Mitte Dezember, wo Sie die Brainbox S mit 3 Jahren Garantie ohne Aufpreis beziehen können, dementsprechend für den Nettolistenpreis von 599 Euro. Auch hier ein nettes Angebot, um einfach mal sich mit der Hardware vertraut zu machen. So, wir nähern uns dann auch langsam schon dem Hauptthema des Tages, nämlich dem Thema Keri-O Control Keri-O Connect. Ein kurzes Wort zu den anstehenden Keri-O Control Release 9.4. Dieses Release ist für den Januar 2022 vorgesehen, worin unter anderem ein neuer Kernel eben dann auch mitkommt. Ein bisschen mehr wollen wir aber in das Thema Keri-O Connect eintauchen. Da wird der Sebastian jetzt sehr viel erzählen. Ich gebe Ihnen einfach dann nochmal einen kurzen Überblick vorab. Wie gesagt, wir haben das Release, was bis spätestens Ende Dezember eben released wird. Wir haben diverse Funktionen, die auch immer wieder von der Community gefragt worden sind, die endlich umgesetzt worden sind in diesem Release. Das führt von der Zwei-Faktor-Authentifizierung hin bis zu den Korrekturen, zum Beispiel bei Besprechungseinladungen bei MS Teams, Kalendereinträgen, alles Sachen, die in diesem Release gefixt worden sind. Mehr Infos zu dieser Beta-Phase und wie Sie daran auch teilnehmen können, wird dann der Sebastian gleich im Anschluss eben nochmal mitgeben. Von meiner Seite aus noch ein kleiner Tipp, schauen Sie auch mal ins GFI Insider Forum, einfach mal danach googeln, sich dort anmelden. Dort sind solche Informationen auch immer wieder vertreten, sodass Sie da nachlesen können, wie denn der aktuelle Stand der Entwicklungen ist, beziehungsweise welche Beta-Versionen denn dort eben vorhanden sind. Neben dem GFI Insider Forum natürlich auch unsere Webseite, Neues aus dem Support. Dass der Sebastian dort pflegt, diese Webseite, dort immer gerne die neuesten Versionen, das Bauchgefühl und unsere Eindrücke zu den aktuellen Produktversionen gerne abholen. An der Stelle würde ich sagen, das war es erstmal von mir. Ich übergebe das Wort zurück an dich, Thomas, und wir sehen und hören uns später nochmal. Bis dann. Ja, vielen Dank, Michi, für diesen interessanten Überblick. Sie, liebe Partner, sehen, es tut sich nicht nur bei uns was am Portfolio, wie es der Hans in seiner Einleitung schon genannt hat, sondern auch innerhalb des Portfolios. Ja, und Sie sind natürlich jederzeit eingeladen, da mit uns den Kontakt aufzunehmen, wenn es um Produkte, wenn es um Neuigkeiten gibt, das Ganze mit uns einfach auch mal auszuprobieren. Ja, da gibt es sicherlich das ein oder andere, was wir Ihnen bieten können. Jetzt natürlich aber zunächst erstmal die Frage, gibt es Rückfragen für den Michi zu den News? Gibt es da was er vielleicht Ihnen jetzt gerade schon beantworten kann? Ich
sehe jetzt nichts. Macht aber auch nichts. Wie gesagt, der Chat ist offen und im Nachgang auch überhaupt kein Thema. Da können Sie dann gerne Ihre Fragen noch stellen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ist inzwischen eine liebgewonnene Praxis, dass wir immer wieder auch Partner von uns einladen, die dann über ihre Erfahrungen mit der Brainworks berichten, über Projekte, die sie vielleicht gestemmt haben, über Produkte, über Einsatzmöglichkeiten. Das haben wir auch dieses Mal wieder gemacht, dieses Mal gleich zwei Partner. Und die werden jetzt im Austausch mit meinem Kollegen Ihnen einfach mal erläutern, wie Sie zu Brainworks gekommen sind, was Sie machen und welche Vorteile Ihnen die Zusammenarbeit mit uns gebracht hat. Daher übergebe ich jetzt an dieser Stelle an meinen Kollegen, den Philipp Selig, der zusammen mit dem Herrn Wos von der AWS Systemberatung das erste Interview führen wird. Philipp, bitteschön. Alles klar, Thomas. Vielen herzlichen Dank. Und nochmal herzliches Willkommen von meiner Seite an alle Partner. Der eine oder andere wird mich sicherlich schon als Ansprechpartner aus dem Sales-Bereich kennen. Wenn nicht, dann hier ist die Gelegenheit, mich kennenzulernen. Der Andreas Wos ist auch einer der Partner, die ich betreue. Und erstmal ein Moin Richtung Hamburg. Andreas, Moin, magst du kurz? danke. Magst du mal kurz dich und dein Unternehmen vorstellen? Ja, Andreas Wost, wir sitzen hier im östlichen Bereich von Hamburg, in Glinde. Arbeiten im IT-Sektorbereich seit 97, sind seit 2006 im Datenschutzbereich noch zusätzlich aktiv und auch seit 2004 bin ich Sachverständiger und Gutachter der IT und Telekommunikation. Alles klar, danke für den Abriss. Magst du uns ganz kurz erzählen, in welchen Bereichen wir beide da eine Überschneidung haben? Also welche Produkte, welche Hersteller von uns hast du alles im Portfolio? Ja, das eine, den einen Hersteller haben wir beide ja gerade gehört. Das ist GFI, Carrier Connect, Control. Angefangen damals noch mit der Operator, die ist ja nun abgekündigt. Und dann brauchten wir Ersatz und dann kamst du, glaube ich, sogar auf die, oder Dimi, auf die Idee, ich weiß nicht mehr genau, wer von euch beiden, Mensch, probier doch mal Wildex. Naja, und dann hin und her, okay, Cloud müssen wir eh mal irgendwann machen, also versuchen wir das mal. Und kurz gefasst, das ist einer der geilsten Geschichten, die ich je angefasst habe. Zusammen mit dem Support von Brainworks war das eine geniale Idee, großen Immobilienmakler mit Wildex auszustatten. Die sind zwar nicht mega groß, aber die nutzen inzwischen Wildex so geil, dass es richtig Spaß macht. Ja, das ist echt super. Ist auch nochmal gut, dass Wildex so gut funktioniert, dass wir auch eben jetzt hier ausweichen konnten auf die Videokonferenz von Wildex, nachdem GoToWebinar uns dann Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber naja, jetzt hast du schon gesagt, dass du den Operator, also die alte Telefonanlage von Kerio, durch Wildex, sag ich jetzt mal, ausgetauscht hast. Gibt es Produkte von uns, die du auch komplett jetzt neu reingenommen hast, die du davor noch gar nicht als Geschäftsfeld hattest? Tatsächlich ja, Cambium als WLAN-Lösung. Da jetzt speziell in Lagerbereichen, wo große Lagerhallen waren, wo normale WLAN-Lösungen an ihre Grenzen gekommen sind. Und eben für mich als kleiner Unternehmer immer optimal, dass ich das alles von hier aus managen kann. Und das ist natürlich bei den Cambium-Lösungen richtig genial. Genau, das ist ja auch eben so ein bisschen in der Zukunftsgerichtet, sage ich jetzt mal, dass du nicht immer vor Ort sein musst, weil man kann nicht überall gleichzeitig sein. Oder darf es auch gar nicht jetzt in der heutigen Zeit. Du hattest mir auch mal erzählt, du bist Datenschutzbeauftragter. Jetzt in Bezug Wildex oder grundsätzlich auf unser Portfolio, hat das Thema DSGVO da für dich eine Rolle gespielt? Doch, begleitet uns ja alle. Und je länger es die DSGVO mit der BDSG gibt, umso mehr eigentlich. Wir hören ja immer wieder, dass die Behörden auch immer aktiver werden, dass sie Fragebögen rausschicken, um einfach den Stand draußen bei den Firmen abzufragen. Und für mich war eben das Thema Wildex zum Beispiel ein großes Thema. Wie organisiert man das, damit es wirklich 100% DSGVO-konform ist? Und dann war natürlich relativ schnell, gerade bei dem ersten Projekt, zu sagen, um da auf die ganz sichere Seite zu gehen, haben wir einfach die Wildex-Hardware direkt beim Kunden hingestellt. Und somit haben wir gar keinen Dritten mehr, der da irgendwo auf die Daten zugreifen könnte. Ja. Inzwischen weiß ich, dass Wildex auch sonst DSGVO-konform einsetzbar ist, auch in der Cloud. Und das ist natürlich sehr praktisch. Genau, und eben aus den Augen eines Datenschutzbeauftragten
Wie siehst du das Thema, was wir halt jetzt immer adressieren, die Alternativen zu 365, also zu Microsoft 365, wie siehst du das? Ja, 365 ist ja immer noch weit diskutiert und das Vertrauen in Microsoft 365 ist leider noch nicht so hoch, dass man sagen kann, jawohl, egal wie, man setzt es ein. Da gibt es so viele Tools, die eingebunden werden können, die eben nicht DSGVO-konform sind. Da ist es immer sehr, sehr praktisch, wenn man tatsächlich auf Alternativen zurückgreifen kann. Und auch da bietet ihr ja eine ganze Reihe an Produkten an. Und auch ich werde da sicherlich jetzt nochmal ein neues Produkt angehen müssen für einen Kunden, der da eine Anfrage gestellt hat. Nun, ich habe da keine Angst vor, jetzt ein neues Produkt von euch zu nehmen, weil ich weiß, wer hinter euch steht und wer telefonisch von euch erreichbar ist. Und das klappt immer wieder richtig gut. Bringt echt Spaß. Sehr gut, ja, das freut mich sehr zu hören. Ja, du hattest mir doch auch mal erzählt, dass du auch Dienstleistungen bzw. Dinge aus dem Bereich Datenschutz anbietest oder selber darin tätig bist. Magst du da kurz mal was davon erzählen? Ja, gerne. Klar, gerne. Wir sind ja nicht nur, oder ich bin nicht nur Datenschutzbeauftragter von Firmen, sondern bin auch im Datenschutz-Consult unterwegs. Das heißt, ich berate einfach Unternehmen, die auch zum Beispiel einen internen Datenschutzbeauftragten haben. Und der dann an bestimmten Situationen vielleicht an seine Grenzen kommt. Ich selber bin TÜV und GDD zertifiziert. Dementsprechend bin ich doch sehr tief in dieser Materie eingestiegen. Vielleicht das Angebot an alle, die jetzt hier zuhören, derjenige, der eine Vermittlung aufbaut, wo ich dann zum Datenschutzbeauftragten benannt werde, kann dann die erste Monatsrate von mir gegen eine TIP-Provisionsrechnung erhalten. Also kann vielleicht sogar ein lukratives Thema für alle hier sein. Ja, super, dann vielen Dank. Also wenn noch jemand die Kontaktdaten von Andreas haben möchte zum Nachgang zu unserem IT-Talk, dann auch gern an uns bzw. an mich wenden und dann können wir da auf jeden Fall einen Kontakt herstellen. Das ist super. Jetzt fällt mir ganz spontan ein, gab es denn mal ein Projekt in deiner Situation, das dich dazu gebracht hat, nach einer komplett neuen Lösung zu suchen überhaupt? Naja, das eben schon ernannte Operator- und Wildex-Thema ist da sehr klar. Jetzt mit Cambium bin ich auch in eine neue Welt eingestiegen mit Hardware, die ich überhaupt noch nicht kannte. Wunderbar. Und jetzt steht ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, Management Systems an. Und da bin ich gespannt, was wir da zusammen noch auf die Beine stellen. Ja, da steht sicherlich einiges in den Startlöchern, da bin ich auch sehr gespannt. Du jetzt mal in Bezug auf Wildex, wo siehst du da eigentlich die Vorteile im Vergleich zu anderen Telefonanlagenherstellern? Naja, einmal natürlich diese standardisierte Umsetzung, das Ganze im Webbrowser nutzen zu können, auf diversen Oberflächen reinzugehen. Das Projekt, was ich eben nannte, also irgendwie so ein Vorzeigeprojekt, der macht jetzt seine Versammlungen mit den Eigentümern direkt über Wildex und die Leute sitzen wirklich im Auto, fahren rechts ran, starten ihr Telefon und sind in der Wildex-Konferenz mit drin. Das ist also einfach simpel für denjenigen, der mit Wildex nichts zu tun hat, kann aber sofort rein, das haben wir hier ja auch gesehen. Das genau. Von Dimi gestartete Konferenz war sofort da und es können viele rein und es läuft auch recht stabil, wenn man sich an ein paar Grundregeln hält. Wenn ich selber natürlich nur eine ISDN-Leitung mit 64-Bit habe, muss ich mich nicht wundern, wenn ich nicht alle Bilder gleichzeitig sehen kann. Ja, ganz genau. Beziehungsweise ist es auch teilweise browserabhängig. Also ich kann Chrome hier sehr gut empfehlen, ist performance-technisch deutlich besser als Firefox, nur als Beispiel. Ja. So, eine letzte Frage hätte ich noch. Jeder kennt es, beziehungsweise viele Partner werden es sicherlich kennen. Bei der Evaluierung von neuen Produkten gibt es immer wieder irgendwelche Stolpersteine, über die man, naja, stolpert, wäre jetzt gedacht. Wie erging es dir da bei der Evaluierung von neuen Produkten, die du halt bei uns mit reingenommen hast? Stolpersteine gibt es wirklich immer viele, ohne Frage. Das kennt jeder von uns. Ich habe ein großes Glück mit euch gefunden, weil für mich jetzt sind Hersteller und Produkte nur so gut wie auch der Support dahinter. Wenn der Support erreichbar ist, gut ausgebildet und mit dem man, sagen wir mal, lösungsorientiert solche Themen angehen kann, bringt das wirklich Spaß. Und so ist es mir wirklich bei vielen Produkten gegangen. Ganz am Anfang mit der Operator von Kerio, aber genauso nachher mit der Connect, Control, Wildex, Cambium jetzt. Und ich dachte, doch, es bringt immer wieder Spaß, mit dem Support von Brainworks umzugehen. Und ihr habt da ja auch eine ganz gute Kostennote da ausgerufen. Das bringt schon Spaß.
Ja, dann vielen Dank für die vielen Dank für die Blumen. Ich werde es auf jeden Fall an das Support-Team weitergeben, für alle, die nicht jetzt eh schon mit drin sind. Okay, dann nicht zu viel, ist gut. Ne? Okay, ich werde mich bedeckt halten. Ja gut, dann sage ich Andreas, vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch alle Teilnehmer. Ich wünsche euch allen noch oder Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ja, wir stehen gerne auch zur Verfügung, nebenbei auch im Chat, beziehungsweise auch im Nachgang, die nächsten Tage, wenn es noch Fragen gibt, auch in den Kontaktdaten von Andreas als Beispiel. Ja, und ansonsten würde ich wieder zurück zu dir übergeben, Thomas, zurück an die Regie. Ja, schönen Abend an alle. Tschüss. Ja, vielen Dank, Herr Wurst. Vielen Dank, Philipp, für die interessanten Einblicke. Und ich bin jetzt eigentlich nur eine kurze Überleitung zum zweiten Interview. Dazu nochmal herzlich willkommen, Herr Koos von der Koostec. Und ja, den Demi, den haben Sie ja heute auch schon kennengelernt. Ja, wir sind gespannt, was Sie so zu berichten haben. So, sehr schön. Vielen Dank für die Überleitung, Thomas. Und vielen Dank für die Abschiedsworte, Philipp. Ich hatte schon gedacht, du würdest gleich ausmachen oder so. Hat sich gerade so angehört fast. Ja, ich gehe jetzt zum Feierabend. Okay. Aber trotzdem, hier zurück zum Philipp. Ah, Quatsch. Philipp. Zum Felix. Okay. Hallo Felix und hallo natürlich alle in die Runde. Ich hoffe, dass wir trotz allen Schwierigkeiten nicht allzu viele Teilnehmer hier verloren haben. Ich gehe einfach mal so ein bisschen ergänzend nochmal mit ein paar Fragen durch. Felix, wir kennen uns jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Du bist seit Mai bei uns. Und ich würde dich gerne bitten, dass du dich einfach mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du? Was macht deine Firma? Ja, also mein Name ist Felix Koos. Ich bin 27 Jahre alt, dementsprechend noch nicht ganz so lange in dem ganzen Business auch dabei. Bin seit 6 Jahren selbstständig, versuche das Ganze momentan auch auf etwas professionelle Beine zu stellen. Das heißt, ich mache hauptsächlich IT-Support, zum einen bei Privatkunden, aber mittlerweile mit steigendem Wert auch viele Geschäftskunden, so sage ich mal bis 50 Mitarbeitern und betreue die da halt in sämtlichen Bereichen mit PC-Support, Netzwerk-Support, teilweise auch Überwachungstechnik und Telefonanlagen. Ja, zu Brainworks bin ich über eine Empfehlung eines anderen Kollegen gekommen. Ja, das soweit erstmal zu mir. So, ich hoffe, die Empfehlung hat sich für dich ausgezahlt. Und ich hoffe, du kannst auch heute Abend empfehlen, dann an andere Leute weitergeben, also diese Empfehlung weitergeben, dass auch die anderen sich mal mit uns verbinden. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, das sagte ich ja eben, ich versuche mich da auch etwas zu professionalisieren in letzter Zeit und gerade dabei hat Brainworks mir unglaublich geholfen, alleine mit der breiten Produktpalette, die ihr eben auch anbietet. Okay. Kannst du kurz vielleicht nochmal so eine kleine Rückschau machen für uns? Was hast du bisher bei uns angefangen? Welche Produkte hast du kennengelernt? Welche Projekte hast du damit gewonnen? Kennengelernt oder so richtig zu Brainworks gekommen bin ich quasi über den Cario Connect. Der lief bei einem Kunden und da habe ich dann eben die Betreuung mit übernommen und habe mich in das Ganze mal ein bisschen reingefuchst. So kommt mir dann auch schnell über GFI zu euch. Dabei bin ich dann auch auf die Control gestoßen und habe festgestellt, dass die ähnlich einfach zu administrieren ist wie eben auch der Connect. Und das ja genau das ist, was ich für meine Kunden suche. Zum einen was einfach zu administrieren ist, weil es oft nur ziemlich kleine Firmen sind. Und zum anderen halt auch was ich ja mit bei Control und Connect habe, was ich auch remote überwachen kann. Das heißt, hier, ich habe ja meine MyCario-App und sobald halt beim Kunde irgendwas schief läuft, kriege ich direkt eine Push-Benachrichtigung aufs Handy. Und das ist gerade bei so Einzelkämpfern wie mir unglaublich wichtig, dass ich quasi vor dem Kunden schon weiß, dass er ein Problem hat und da entsprechend reagieren kann. Und weiterhin, nachdem dann eben die GFI-Schiene nachdem ich die quasi kannte, hast du mir quasi Waldex vorgestellt. Das finde ich gerade auch wieder bei meinen ganz kleinen Kunden richtig praktisch, weil da kann ich keine große Telefonanlage hinverkaufen, das wollen die auch gar nicht. Aber hier kann ich mit wenig Geräteaufwand und dadurch, dass die Anlage eben in der Cloud läuft, die Kosten halt auch gering halten und trotzdem die Kunden überzeugen, in eine Telefonanlage zu investieren und weg von ihrem 2-Deck-Telefon, die bei ihnen am Router hängen oder so zu gehen. Vielen Dank.
Und ich glaube, du hast noch heute Morgen in so einem Vorgespräch mit, wo wir zwei uns unterhalten haben, hast du erzählt, du bist jetzt auch auf einmal mit Cambium unterwegs, hast da Ja. angefangen. Wer hat da Ja. irgendwo dir die ersten Schritte ein bisschen vereinfacht bei uns? Kannst du das kurz erzählen? Ja, das ist halt generell bei allen Produkten bei euch. Also ich hab mir dann immer, wenn ich mich entschieden habe, im Kunde halt auch ein Produkt zu verkaufen oder ihm das auch vorzustellen, mir das entsprechende Starter-Kit gekauft. Und da gibt es ja zum einen, wenn es denn Hardware gibt, nicht nur die Hardware oder eine NFR-Lizenz, sondern halt auch den Support. Und das finde ich, was ganz wichtig ist, dass man bei euch immer zu jedem Produkt einen direkten Ansprechpartner im Support hat, der mit einem das auch durchgeht. Und ich hatte jetzt gerade hier vor einer halben Stunde, bevor der IT-Talk losging, jetzt nochmal einen Rückruf von eurem Cambium-Supporter, weil ich da auch einfach was nachgefragt hatte. Und das ging jetzt auch super easy zu lösen, weil der Access Point liegt hier neben mir noch auf dem Tisch, der soll nächste Woche zum Kunden. Ich hatte einfach noch eine Frage und das geht einfach super easy bei euch. E-Mail kurz hingeschrieben, hat zurückgerufen. 5 Minuten Teamviewer-Session und jetzt ist eben mein Problem auch behoben und das Gastportal beim Kunden funktioniert. Und das hat man halt, oder das kannte ich so gar nicht von anderen Distributoren oder Händlern, weil da hieß es dann immer, ja, Herr Kurs, Sie verkaufen es doch, dann müssen Sie auch wissen, wie man das bedient. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant und du sparst mir gerade auch die nächste Frage eigentlich. Was unterscheidet eigentlich Brainworks von deinen anderen Lieferanten, die du so kennst? Das hauptsächlich, also wirklich dieser Das Support, hauptsächlich, ja. persönliche Ansprechpartner mit dir, den hat man zwar häufig, aber die sagen dann auch, ja, wir sind hier Sales, wir können keine Technik, aber ich brauche ja beides. Klar muss ich es zum einen verkaufen hier als Einzelkämpfer, aber ich muss auch jemanden haben, der eben die Technik beherrscht, wenn ich Fragen habe. Du hast mir einen interessanten Aspekt noch genannt heute Morgen, dieses von wegen Cambium, dass du da bei deinen Kunden im WLAN eine Werbung für dich schaltest. Ja, genau, das, weil die Anfragen werden immer häufiger halt nach diesen öffentlichen Hotspots. Und so habe ich das jetzt beim Kunden gemacht, dass ich zu den meinen Kunden sagen, pass auf, ihr bezahlt den Anschluss, den sie vermutlich sowieso schon haben, also DSL oder wie auch immer geartet. Und ich stelle euch die Hardware zur Verfügung, entweder als Mietmodell oder je nachdem, was es für ein Kunde ist. Ich hatte jetzt hier auch einen Kleinstkunden, da habe ich gesagt, pass auf, ich schenke dir den Access Point. Dafür steht aber bei allen deinen Kunden, die jetzt hier in das freie WLAN reingehen, dass es ein freies WLAN powered by Costec, also meiner Firma ist. Also nicht Und bei so O2 oder mache ich sonst halt, irgendwas, sondern genau, bei und so mache ich Codec. halt natürlich auch zusätzlich wieder Werbung. Sehr gut, sehr gut. Super Idee. Super Idee. Jetzt mal ganz kurz als letzte Abschlussfrage im Vergleich, wenn du jetzt mal dich betrachtest vor einem halben Jahr und dich betrachtest heute, wie hast du dich weiterentwickelt mit uns? Was würdest du sagen? Also das ist ein riesiger Sprung, vor allen Dingen, weil ich muss sagen, also wie gesagt, ich bin noch alleine, ich versuche das gerade zu erweitern, aber wenn man dann eine Anfrage kriegt mit größeren Projekten oder gerade mit größeren Firmen, die mehr Mitarbeiter haben, war ich früher doch immer relativ zurückhaltend oder habe das gleich abgelehnt. Heute muss ich sagen, weil ich halt auch so einen Distributor wie euch im Rücken habe, traue ich mir das auch einfach zu, beziehungsweise weil ihr mir auch zugesichert habt, pass auf, Felix, wenn du ein Wildix-Projekt mit 50 Telefonen brauchst, ist das kein Problem. Ja, wir unterstützen dich da, du kriegst das ans Laufen. Und vorher hätte ich gesagt, 50 Telefone einrichten, sage ich, dann könnt ja die Firmen eine Woche nicht telefonieren, das würde ich nie machen. Aber heute sage ich, ja, gar kein Problem, machen wir. Und dasselbe trifft, Okay. ist es jetzt nicht nur Wildix mit Telefonen, sondern halt auch Cambium mit größeren WLANs etc. Also da sehe ich heute dank euch, kein Problem mehr drin. Super. Dann vielen Dank erstmal für deinen Beitrag. Gerne. Ich wünsche dir noch einen, ja, vor allem gute Geschäfte und noch einen schönen und spannenden Abend. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ja, vielen Dank, Herr Kurs, vielen Dank, Dimi, für dieses interessante Interview. Wie Sie hören, wie Sie jetzt zweifach gehört haben, die Brainworks ist ein Distributor mit mehr als einem Produkt. Es ist möglich, wirklich auch unser total stimmiges Portfolio einfach mal zu durchschauen. Nutzen Sie dafür gerne auch unsere Homepage, ja, wo Sie dort auch das ganze Portfolio nochmal aufgezeigt bekommen. Nutzen Sie natürlich auch den Kontakt zu uns. Gut, gibt es Fragen dazu? Okay, ich hatte es am Anfang gesagt. Ja, die begehrteste Person des heutigen Abends, des heutigen IT-Talks, Sebastian,
Ich glaube, ich bleibe dabei. Ja, das, okay. Das ist ein Anfang und das ist auch sehr gut so. Ja, Keri Connect 9.4.0 ist das Schlagwort. Ja, jawohl. Ich glaube, viele, viele unserer Teilnehmer warten drauf, was du uns zu sagen hast. Ja, leg los. Dann danke und dann lege ich gleich los. Die, die mich kennen, die wissen, ich mache nicht so viele PowerPoint-Präsentationen, ich zeige das immer live. Und ganz kurz eine Erklärung, wo wir uns befinden. Ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm. Sieht gut aus. Sieht gut aus, wunderbar. Ich habe das Ganze virtualisiert, liegt natürlich bei Jonas in der Cloud. Aber ich zeige Ihnen ganz schnell, wie man dieses Testszenario oder generell seine Cloud-Umgebung zusammenstellen kann. Denn es ist wirklich super einfach. Also wir haben hier einen Internetzugang, das ist diese kleine Wolke. Wir haben hier den ersten Server, den nennen wir jetzt mal Firewall. Den werden wir auch anschließend brauchen. Wir verbinden hier unser Internet mit der Firewall. Anschließend schauen wir uns noch in die Netzwerkkarten rein. Auch hier brauchen wir noch eine zweite. Wir brauchen ein bisschen Storage. Der geben wir jetzt eine HDD, eine SSD ist vielleicht, wäre es sinnvoller, aber für die Vorführung reicht es jetzt. Und damit haben wir die Firewall und als letztes brauchen wir im Prinzip noch ein CD-ROM-Laufwerk, in dem wir das Ganze mit einer Firewall betanken. Da kann ich jetzt eine Control nehmen oder was habe ich jetzt hier mit eigener Image-Form natürlich. Oder eben die Untangle-Firewall. So, und dann brauchen wir noch unseren Server. Das wäre jetzt dann für unseren Versuch der Keri Connect. Den verbinde ich dann hier gleich, klick mit der LAN-Seite der Firewall. Auch hier verpasse ich dem Ganzen ein Storage. Der kriegt gleich eine SSD. Und auch hier kriegt er noch ein Image, das installiert werden will. Und da nehme ich jetzt erstmal, weil es ist ja ein Keri Connect, der hat ja kein eigenes Betriebssystem. Der kriegt jetzt erstmal Debian. Und damit hätte ich mir jetzt ganz schnell hier mal mein Testszenario zusammengestellt. Ich muss natürlich die Installation noch durchführen. Aber wie jeder gute Fernsehkoch ist das Ganze natürlich vorbereitet. So, eben hier an dieser Stelle. Also wir haben eine Control, wir haben eine Keri Connect. Und jetzt gehen wir gleich auf die neuen Features von der Keri Connect Beta ein. Ich switche jetzt hier auf einen anderen Tab. Dafür muss ich mal ganz kurz und hüpfe auf die Firewall. Weil mit dem wir uns auseinandersetzen, ist das Thema Let's Encrypt-Zertifikate im Keri Connect. Und was dafür notwendig ist, um so ein Let's Encrypt-Zertifikat zum Laufen zu bekommen, ist, man muss von außen über Port 80 erreichbar sein. So, das heißt, ich habe jetzt hier einfach eine Firewall-Regel drin. Heißt, ich leite den HTTP-Port auf unseren Mail-Server weiter. Das ist alles. Was natürlich noch dazu gehört, das hat jetzt aber hier mit der Cloud hier in dem Fall nichts zu tun, sondern mit den DNS-Einstellungen, heißt, ich muss einen R-Record erstellen, einen Hostnamen. Das ist jetzt in unserem Fall ittalk.brinus.de, der dann auf die Public IP-Adresse verweist. Mehr ist hier nicht zu tun und ich kann weiter hüpfen auf den Keri Connect selber. So. Wenn jemand weiß, wie man das schlau hinbekommt, ohne immer die Session zu beenden, darf es mir gerne sagen. So, jetzt sind wir auf dem Keri Connect. Hier ganz kurz in der Übersichtsseite. Wir sehen, es ist jetzt hier die 940 Beta 2. Das ist auch dann die Sie testen dürfen, wenn Sie möchten. Und dort gehen wir jetzt am besten gleich mal zu den SSL-Zertifikaten. Hier ist es dann ein einfaches, das heißt, ich brauche nur auf SSL-Zertifikate gehen. Ich klicke hier unten auf Neu und jetzt gibt es hier diesen neuen Punkt New Let's Encrypt Certificate. So, keine Sorge, in der finalen Version wird das Ganze übersetzt sein. Ich hatte nämlich angeboten, es zu übersetzen, wenn es notwendig sein sollte. Man hat mir gesagt, nee, ist in der finalen Version drin. Hier muss jetzt unser Hostname hinterlegt werden. Das ist ittalk.brainworks.de. Wie gesagt, dafür brauche ich natürlich diesen R-Record. Ich brauche den Port 80, der auf den Keri Connect weiterleitet.
und ich klicke auf OK und es dauert, ich sage jetzt mal 30 Sekunden, 60 Sekunden, bis das Ganze läuft. Okay. Beim ersten Mal Tipp, wenn Sie mit der Beta-Version arbeiten, läuft das ganz, ganz problemlos durch. Wenn Sie dann nochmal versuchen, ein Let's Encrypt-Zertifikat zu bekommen, dann merkt man, es ist noch eine Beta-Version. Es funktioniert zwar, aber Sie dürfen den Server einmal neu starten. Also deswegen breche ich jetzt hier an der Stelle ab. Wie gesagt, beim ersten Mal kein Thema, einfach OK klicken. Wenn Sie erreichbar sind, haben Sie innerhalb von ein paar Sekunden das Let's Encrypt-Zertifikat. Sebastian, hörst du mich? Ja. Ich höre dich. Wir haben leider aktuell Tonprobleme, sodass dich einige der Teilnehmer nicht hören können. Ich schalte mal alle kurz stumm und Sebastian, du schaltest dich dann wieder laut, ja? Okay. Okay, jetzt kannst du. So, bin ich einigermaßen zu hören? Und natürlich bitte möglichst den Chrome-Browser benutzen für alle Teilnehmer. Hört man mich? Ich höre dich super. Ich dich auch, ja. Gut. Bei Problemen bitte einfach Bescheid sagen, sodass man mein Fenster will finden. Gut. Das war es schon mit Let's Encrypt. Also es ist wirklich einfach. Das ist auch der Spaß an Let's Encrypt, weil es sehr einfach ist und ich mir damit die Kosten für ein SSL-Zertifikat sparen kann. Das nächste Feature, das ist jetzt gar nicht so riesig, dieses Feature, aber es war einfach ziemlich lästig in der Vergangenheit und das ist das Thema TLS-Optionen. Die den Kerio Connect schon länger einsetzen, die wissen, das kann man wunderbar ändern in der Mail-Server-CFG, aber das heißt, man muss auf File-Ebene in die Mail-Server-CFG, man muss den Server stoppen, man muss es ändern, muss es wieder starten, das ist lästig. Und das hat jetzt Kerio hier an die Stelle, beziehungsweise GFI an die Stelle reingepackt. Keine Sorge, auch das wird dann in deutscher Sprache vorliegen und dann kann ich hier meine Minimum-TLS-Version einstellen und die Maximum-TLS-Version. Wie gesagt, nichts Dramatisches, aber vorher war es halt ziemlich lästig. So, und jetzt das letzte große Feature, das auch ein klein bisschen mehr Zeit braucht, ist das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich klicke jetzt mal hier gleich auf Domänen und dann auf die Domäne selber. Da finden wir hier in Sicherheit die Möglichkeit, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. So, jetzt ist erstmal die Frage, für wen ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung? Zum einen für die User, die den Kerio Connect Client benutzen, also diese native App, die man auf Mac und auf Windows installieren kann, fürs Webmail und für die Administration des Kerio Connect. Für alles andere brauchen wir Application Passwords, aber dazu komme ich noch. Wenn ich die User mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung ärgern möchte, beziehungsweise wenn ich gleich forcieren möchte, steht hier schon da, Force All Users, dann klickt das an und wenn der User sich versucht anzumelden, das zeige ich Ihnen gleich, dann wird er sofort gefragt, beziehungsweise sofort darauf hingewiesen, dass er diese Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren muss. Ja, und dann kommt er nur so weiter. Das machen wir jetzt hier mal. Die User, wie gesagt, ich wechsle da gleich hin. Was ich hier noch zeigen möchte, ist, wenn der Admin... Scannen ist ein Problem oder sonst noch was? Bitte was? Hört man mich? Mach weiter, alles gut. Okay. Moment. So. Also, wenn man den Admin mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung versorgen möchte, dann hat man die Möglichkeit, das hier oben zu tun, und zwar einfach hier dann auf Setup Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, der hat schon, deswegen kriege ich jetzt hier den Hinweis. Das funktioniert dann aber auch mit dem integrierten Admin. Das heißt, wenn man sich mit dem angemeldet hat, dann kann man auch dem die Zwei-Faktor-Authentifizierung verpassen. So, jetzt wollen wir uns aber anschauen, wie das beim User ausschaut. Dafür hüpfe ich jetzt mal schnell auf den Client. So, und ich habe jetzt hier den User Kratzel angelegt. Und jetzt melde ich mich an. So, und man sieht schon, ich habe jetzt hier gesagt, es soll forciert werden, also es soll zwingend eine Zwei-Faktor-Authentifizierung passieren und dann muss ich eben hierher gehen, muss meine App nehmen, jetzt in dem Fall auf meinem Handy. Das sehen Sie hier leider nicht und da müssen Sie mir einfach glauben, dass ich das jetzt gerade mache. So, jetzt scanne ich diese App und jetzt kann ich hier diesen Code eintippen, wenn ich schnell genug bin. So, und damit ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung drin. Und beim nächsten Login muss ich eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführen. Wichtig an der Stelle, das hatte ich vorher noch vergessen,
eine schlaue Checkliste hier rausziehen. Genau. Wichtig an der Stelle ist, dass die Serverzeit stimmt, weil diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ist natürlich sehr zeitkritisch und das muss zusammenpassen. Das heißt, zum einen das Gerät, auf dem die Authentifizierung läuft und zum anderen der Server selber. So, jetzt kann ich mich mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie gesagt, im Web-Interface oder im Keri Connect Client anmelden oder in der Admin-Konsole, wenn ich die Rechte habe. Was nicht funktioniert, das sind die 0815-Clients. Das heißt, ein Outlook mit Outlook-Connector oder ein Thunderbird oder ein Apple Mail, die können keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Heißt, hier brauche ich in irgendeiner Form einen Workaround. Und der Workaround heißt Application Passwords. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auch bei dem User auf Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wichtig, ich muss jetzt hier bei dem User das Ganze machen. Und dann gibt es jetzt hier unten App Passwords. Jetzt kann ich ein App-Passwort hinzufügen. So, das ist dann, was ich, Apple Mail. So, ich kann jetzt einmal hier dieses Passwort rauskopieren und das wird dann für diesen Client benutzt. Was muss man jetzt beachten? Die bei mir schon mal eine Schulung besucht haben, wissen, dass ich ein sehr sicherheitskritischer Typ bin. Heißt, wenn ich jetzt von außen diese Authentifizierung erlaube, heißt Benutzername und dieses Passwort, das ich gerade erstellt habe, dann kann jeder wieder ohne diese Zwei-Faktor-Authentifizierung auf den Mail-Server zugreifen. Das wollen wir nicht. Irgendeiner rumpelt da im Hintergrund. Dimi, kannst du nochmal stumm schalten oder beziehungsweise kannst du den rausfinden, wer es ist? Ja, also, wie gesagt, mit diesem Passwort könnte ich mich von außen anmelden. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, wir gehen auf den, das sehen Sie gleich wieder. Wir gehen auf den Keri Connect Server und dort endlich mal eine Anwendung für diese Richtlinien für Benutzerzugriff. So, man sieht, was ich jetzt hier gebaut habe. Ich habe hier diese Gruppe gebaut oder beziehungsweise diese Richtlinie, Zwei-Faktor-Accounts. Und hier lasse ich die Zugriffe außer Keri Connect Client, der Outlook Connector muss ich auch noch aufs Office reduzieren. So, lasse ich nur aus dem Office, beziehungsweise wenn ich möchte, eben aus dem Homeoffice, wenn ich die entsprechenden IP-Adressen hier eintrage, oder aus dem VPN zu. Auf die Weise habe ich wieder die Sicherheit gegeben, beziehungsweise Sicherheit erhöht und die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird von außen dann auf jeden Fall gefordert. Gut. Als kleinere Updates sind noch integriert. Einen kleinen Moment, auch jetzt muss ich in eine PowerPoint-Präsentation. So, Klick. Und wir sind hier. Darf ich zwischendrin eine Frage stellen, Sebastian? Die ja, passt. Greife rein, du weißt es ja. Hier kommt zum Beispiel eine Frage, welche App benutzt du denn für die Zwei-Faktor-Authentifizierung? Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich benutze den Google Authenticator, es gibt einen Microsoft Authenticator. Ich habe jetzt hier auf dem iPhone eine andere noch installiert, weil es, damit ich meine privaten nicht jetzt vermische hier mit den geschäftlichen. Da gibt es ganz viele. Also der sehr zuverlässig funktioniert, das ist der Google Authenticator. Meine Empfehlung ist, einen zu nehmen, der grafisch die vielen Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Accounts trennt, sodass man auf den ersten Blick sieht, welche von diesen 50.000 dreistelligen Ziffern man tatsächlich braucht. Wunderbar, danke. So. Sieht man meinen PowerPoint? Noch nicht. Noch nicht? Nehmen wir den anderen Bildschirm. Jetzt. Sieht gut aus. Genau. Gut. So, zusammengefasst nochmal, wir haben es vorhin schon gesehen, deswegen mache ich schnell. Wir haben die Zwei-Faktor-Authentifizierung als neues Feature. Wir haben TLS im Web, im Admin-User-Interface, Let's Encrypt mit SSL-Zertifikaten. Die Unterstützung von HTML-Inhalt in der Beschreibung von Terminen. Das ist kodiert, heißt die Unterstützung von Teams-Einladungen. Und für diejenigen, die sich schon mal darüber geärgert haben, es gibt jetzt Installationshinweise auf Android-Geräten, wie man dort den Keri Connect anbinden kann. Und 40 kleinere Bugfixes.
fix ist. Wie kommen Sie zu Kero Connect Beta? Sie schreiben mir bitte eine E-Mail an betatester@brainworks.de in Kombination mit Ihrem Firmennamen, Ihrem Namen und der Telefonnummer, und dann kriegen Sie in Kürze dazu die entsprechenden Links, um sich das alles runterzuladen. Wie kommen Sie zu Ihrer Cloud? Weil vielleicht konnte ich Sie motivieren, sich mal diese Cloud anzuschauen. Sie bekommen bei uns nicht nur die Cloud, natürlich auch können Sie auch das bei uns kaufen, das heißt die Jonas Cloud plus die entsprechenden Produkte, aber Sie bekommen das Ganze auch Managed by Brainworks. Und was heißt das Managed by Brainworks? Heißt, wir installieren das Ganze für Sie, wir machen die Grundkonfiguration, übergeben das Ganze dann an Sie schlüsselfertig und wir machen das Monitoring. Das heißt, wenn irgendwas brennt, dann bekommen wir das Ganze mit und können korrigierend eingreifen. Zusätzlich dazu gibt es das Ganze noch supported by Brainworks, mit entweder einem Reseller-Support-Vertrag, mit einem Endkunden-SLA oder auch eventuell zeitbasiert, wenn Sie das so haben wollen. Ich hoffe, ich konnte Sie so ein bisschen motivieren, mal einen Blick jetzt auf diese Kero Connect Beta zu werfen. Und natürlich hoffe ich, dass ich Ihnen Lust machen konnte, die Cloud-Services von Jonas zu testen und natürlich am besten mit unseren Produkten und noch besser das Ganze gemanagt von uns. Und damit gebe ich wieder weiter an den Thomas und wenn Fragen sind, ich bin weiterhin da und jetzt auch wieder im Chat, um die Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank, Sebastian, für die interessanten Einblicke. Eine Frage, die aufgekommen ist, die ich dir jetzt gleich einfach stellen möchte, ist die kam, ob die Beta zur finalen Version migriert werden kann. Also es würde mich wundern, wenn das nicht funktioniert. Das war bis jetzt bei Kero immer so. Das heißt, einfach die nächste Version drüber installieren und alles ist gut. Okay, danke dafür. Du hast es gesagt, du wirst dich in den Chat einklinken, die Fragen, die dort sind, beantworten, so dass wir, denke ich mal, relativ schnell oder Sie auch relativ schnell Antwort auf Ihre Fragen haben und dementsprechend sich mit dem Sebastian natürlich auch gerne connecten können. Also ich bleib hier noch drin. Das heißt, wenn die Fragen im Chat schnell zu beantworten sind, dann mache ich es da. Wenn nicht, dann bitte einfach nachher noch drin bleiben und dann machen wir das Ganze hier im persönlichen Gespräch. Ja, perfekt, super. Vielen Dank, Sebastian. Ich denke mal, eine Weiterentwicklung des Produktes sieht man definitiv, sehr, sehr interessant, viele neue Dinge, auf die Sie sicherlich lange gewartet haben und über die wir dann in Zukunft auch gerne sprechen können. Hier einfach nochmal an Sie die Bitte, suchen Sie den Kontakt zu uns, ja, zu den Kollegen aus dem Vertrieb, zu den Kollegen aus dem Support, aus dem Consulting. Heute der Herr Wos, der Herr Koos haben es gesagt, da sitzen viele Menschen, die Ihnen da auch gerne in den Projekten weiterhelfen und da freuen wir uns natürlich. Ja. Das war, ich denke, heute ein sehr, sehr aufregender IT-Talk. An der einen oder anderen Stelle hat es geruckelt, kann passieren. Ja, Thomas Gottschalk hat immer gesagt, ja, wir sind live, da passiert sowas etwas. Aber ich denke mal, wir haben Ihnen auch wieder gezeigt, wie viele interessante Themen, wie viele Neuigkeiten, wie viele Portfolio-Erweiterungen es bei der Brainworks gibt. Laden Sie an der Stelle natürlich gerne nochmal ein, sich das Ganze anzuschauen. Ja, das Ganze wird wie immer auf unserem YouTube-Kanal gesendet. Auch für diejenigen, die da vielleicht die ein oder andere technische Unzulänglichkeit hatten, das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Bevor ich jetzt gleich zum Schlusswort an den Dirk weitergebe, der eine Geschäftsführer hat es begonnen, der Hans, der andere, der wird es beenden, der Dirk, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, ja, auch für Ihre Geduld, möchte mich, wie gesagt, dafür entschuldigen, dass es technisch das ein oder andere Mal geruckelt hat, wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahresendgeschäft, eine schöne Weihnachtszeit und ich glaube, was am wichtigsten ist, in diesen Zeiten bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, seien Sie uns weiter wohlgesonnen. Und Dirk, gerne übergebe ich an dich für das Schlusswort. Ja, Thomas, vielen Dank.
Vielen Dank an alle Beteiligten. Ja, technische Probleme, die gilt es zu meistern. Und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft. Also GoToMeeting war eigentlich immer unsere Standardplattform, aber die hat heute versagt. Von Wildix gibt es ja auch noch eine WSI-Konferenzlösung, aber die konnten wir jetzt in der Schnelle nicht aufsetzen. Wir haben jetzt einfach die normale Wildix-Konferenz hergenommen. Das hat, denke ich, super funktioniert. Und vielen Dank auch an alle Teilnehmer, die sind tapfer drin geblieben. Vielen Dank, Sebastian, auch für deinen Vortrag. Hast du gut gemacht. Ich hatte jetzt keine Probleme in dem dir zu folgen, aber bei einigen ist wohl die Session immer abgebrochen oder der Ton war weg. Wie gesagt, es gab viele Chat-Nachrichten heute, den Google Chrome Browser benutzen oder halt die Wildix Native Tools. Ja. Gut, die haben sie natürlich selbst noch nicht installiert unbedingt. Bei uns hat es ja funktioniert und ich denke, die Aufzeichnung, das werden wir gerne zur Verfügung selbst sich nochmal anhören, in besserer Qualität vielleicht, als es heute jetzt live war. Und wir haben auch viele Webinare zu den Themen, die wir auch gepostet haben in unserem Brain-Campus-Bereich, ja, wo es auch eine Mediathek gibt zu allen Webinaren oder halt zu tagesaktuellen neuen Webinaren. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich dabei geblieben sind. Wir würden uns freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Ja, momentan die Pandemie, beim letzten Mal dachte ich, verliert sie ihren Schrecken, aber es bleibt weiter spannend. Und wir werden unsere Videokonferenz-Tools weiterhin nutzen. Und ich möchte mich wie ich herzlich bedanken. Bleiben Sie gesund und wir stehen gleich noch für ein paar Fragen und Antworten zur Verfügung hier. Und beenden jetzt den offiziellen Teil und auch die Aufzeichnung. Also vielen Dank und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und falls Sie uns vorher nicht mehr hören sollten, wünschen wir Ihnen schon frohe Weihnachten. Das steht auch bald vor der Tür. Dankeschön.